willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich April Dawson. Und ja, das ist ihr aktuelles Buch, nämlich Next to You. Und ja, ich habe ja den ersten Band schon für euch rezensiert und heute mache ich ein Interview mit der April. Und ja, ich würde sagen, es geht einfach mal direkt los. Wie geht's dir überhaupt? Wie ist du die Messe? Sie ist super. Das Reiten war total entspannt. Und jetzt am Samstag in meiner Stimmanstunde richtig, weil heute kann ja auch verkauft werden. Ich hatte vorhin meine erste 7D-Stunde und die war grandios. Also ich bin immer gefleischt, wie viele Leute das sehen wollen und ich bin sehr, sehr dankbar. Ja, es war auch brechend voll, man hat es richtig gesehen, man kam da gar nicht mehr lang. Ich war in so einer Traube gequetscht und ich habe mir so, ich sag nur so, mein Gott, resigniert ihr? Und dann ich sehe alle mit Up All Night und Next to You, April Dawson signiert. Ja, ist total cool. Sehr schön. Wir fangen einmal an mit so einem kleinen Dies- oder Das-Spiel. Ja, ich sag zwei Sachen und du musst dich für eins entscheiden, okay? Okay. Bist du bereit? Ja. Also Filme oder Serien? Serien. Sommer oder Winter? Sommer. Hunde. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Oh, mutig. Ja. Schreiben oder lesen? Also das ist jetzt... Das ist sehr, das viel, ist weil sehr ich weiß, gemein. Dass du beides sehr gerne machst. Ja, ich lese total gerne und ich schreibe auch total gerne. Aber ich glaube, es ist so 50-50. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich meine, ich lasse das als Antwort gelten. Dankeschön. Ja, wir haben ja hier dein neues Buch und in deinem neuen Buch als Protagonistin. Die ist ja nicht so typisch wie alle Protagonisten sind. Also sie ist ja jetzt nicht so, ich sag mal, mega schlank oder Modelmaße. Und ich finde, man merkt halt oft in Büchern, dass die Personen immer so dem Ideal entsprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt einfach mal so, ich sag mal, dagegen zu gehen und zu sagen, so, ich habe jetzt mal eine Protagonistin, die so ein bisschen mehr auf den Rippen hat und damit auch sehr bewusst umgehen kann? Es ist so, dass ich großer Fan bin von Ashley Graham. Sie ist ja ein Plus-Size-Model. Und ich finde es so toll, wie sie damit umgeht. Natürlich auch gegen der, sagen wir mal, die Hater und so weiter. Man bekommt ja immer mit in den Kommentaren und so. Und die steht da drüben. Und ich fand das so faszinierend. Und wie ich eben meine Clique geplant habe für die Up All Night-Reihe, da habe ich einfach entschieden, dass Addison einfach Badass ist. Ja, sie ist halt ein Plus-Size-Model, hat es nicht nötig, es jetzt auf die große Glocke zu hängen, sondern macht es eher so heimlich oder beziehungsweise sagt es den anderen nicht. Und ich finde, das ist das, was der Muster irgendwie ausmacht. Du bist zwar groß, aber du hängst es nicht an die große Glocke. Das finde ich total toll. Und Addison sagt immer, was sie denkt. Und wenn jetzt jemand was gegen ihren Körper hat, dann denkt sie sich einfach, ja, dann brauchst du mich nicht angucken. Also für mich ist so wichtig, gerade ich habe eine Tochter und ich würde einfach wollen, dass wenn sie aufwächst, dass sie weiß, sie ist wunderschön so, wie sie ist. Ich meine, die Medien, die hypen natürlich jetzt total so, dass 08, die typischen Maße, Modelmaße, aber das ist für mich jetzt kein... nicht das Ideal einer Frau. Ich finde Frauen mit Kurven total natürlich und wichtig auch. Und natürlich, uns gibt es in allen verschiedenen Formen, aber jeder muss einfach für sich denken und ich hoffe, dass jeder weiß, wie schön und besonders er ist. Und deswegen war es für mich eben wichtig, ein Buch zu machen, wo die Protagonistin eben nicht den Maßen entspricht, die man sonst so kennt, aber sehr stolz auf sich ist. Ich finde das sehr gut, ja. Mir gefällt das total. Ich finde, das macht das total sympathisch. Und wenn ich so Bücher lese, was man ja wirklich, finde ich, relativ selten, weil in Büchern steht meistens, ja, ich habe eine normale Statur, wo ich mich dann auch immer frage, okay, was ist eigentlich normal? Ne? Deswegen finde ich das total schön und ich finde das total cool und ich finde, das macht die Protagonistin auch noch einiges sympathischer. Und ja, hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ja, dann meine nächste Frage, die mich sehr interessiert. Deine Protagonistinnen sind ja oft sehr tollpatschig. Und ich meine, du hast mal erwähnt, dass du auch ziemlich tollpatschig bist und auch gerne in Fettnäpfchen trittst. Was war denn so, sag ich mal, für dich das Peinlichste, was dir so passiert ist? Du sagst, okay, das kann ich jetzt auch nicht unbedingt vergessen, weil das war echt so richtig, wow, richtig rein. Ich habe gefeiert. Es war Fasching bei uns in Österreich, Karneval. Und ich hatte ein bisschen was getrunken. Und da war ein Typ, den ich total süß fand.
Und ja, ich war ein bisschen leichtfüßig und habe auf dem Tresen getanzt und bin auf dem Tresen gefallen. Ja, gut. War sehr peinlich. Aber ja, das sind halt so die Jugendsünden. Und meine nächste Frage, mit welchen deiner Charaktere, ist jetzt egal aus welchen Büchern, würdest du nicht auf einer einsamen Insel stranden wollen? Nicht. Das ist jetzt schwierig, weil ich liebe im Grunde alle meine Charaktere, aber ich weiß, es ist echt eine schwierige Frage, du hast dich jetzt echt kalt erwischt. Ich weiß nicht. Vielleicht eher so Sean, weil der halt so mit seinem Macho-Getue natürlich manche lieben es, manche mögen es nicht. Aber ich glaube, er und ich hätten uns schnell in den Haaren. Okay. Von meiner Boss-Reihe eben der andere Bruder. Ja. Und jetzt quasi die gegenteilige Frage, wenn du einer deiner Charaktere sein könntest, welcher wäre das? Ich glaube, ich wäre am liebsten... Ich weiß nicht, Kylie von Royal Temptation ist jetzt ein Buch, was jetzt nicht jeder kennt, aber die ist eigentlich adeliger Herkunft und will aber sich alles selbst erkämpfen. Und die findet im Bodyguard von ihrer besten Freundin ihren Mann, also dem Bodyguard, die Liebe ihres Lebens und wird dann schwanger von ihm. Und ich finde einfach den Aufbau der Geschichte so toll. Und wenn ich jetzt von der Abroll Nights Reihe, ja, Allison. Also ich bin so badass. Wie sieht denn so dein perfekter Schreibtag aus? Hast du eine Schreibroutine oder hast du was, was du immer machst, wenn du schreibst? Zum Beispiel, sag ich mal, Musik hören oder im Hintergrund eine Serie laufen lassen oder sonst irgendwas, wo du sagst, das habe ich wirklich immer beim Schreiben oder brauchst du komplette Ruhe? Wie sieht das bei dir aus? Nee, also es ist immer Musik. Spotify läuft bei mir dann auf und ab. Ich habe zu jedem Buch auch eine Playlist, die ist auch in den Büchern drin. Und das muss immer laufen. Fernsehen würde ich mich nicht ablenken. Deswegen gibt es keine Serien im Hintergrund. Und ja, ich habe jetzt manchmal Wasser da, aber ich esse oder trinke jetzt nicht zwingend was. Mhm. Und ja, Schreibritual. Ich bin Mama von zwei Kindern und deswegen brauche ich natürlich mein Büro. Und das verschließe ich meistens, weil dann sage ich zu meinem Mann so, ich gehe jetzt arbeiten und dann kann ich wirklich mich fallen lassen. Es ist halt so, wenn ich mal drin bin, dann mag ich keine Unterbrechungen. Also dann schreibe ich auch durch und so in ein, zwei Stunden, dann mache ich eine Pause und dann geht es wieder weiter. Okay. Und wie sieht es bei dir aus mit dem Plotten? Plottest du, planst du von vornherein alles durch oder bist du jemand, der, sag ich jetzt mal, einfach eine grobe Idee im Kopf hat und einfach drauf losschreibt? Zweitens ist eigentlich das Richtige, weil ich bin nicht der Durchplaner. Ich weiß meistens den Anfang und das Ende und als es mittendrin kommt dann wieder. So wie bei Morland ist zum Beispiel, wir hatten anfangs einen anderen Klappentext und kurz bevor die Vorschau in den Druck gegangen ist, habe ich es mir nochmal durchgelesen und habe gesagt, so nee, das können wir nicht so schreiben, weil die Geschichte hat sich total anders entwickelt. Also es ändert sich immer wieder und es ist so, wie manche Autoren es wirklich sagen, die Protagonisten haben ihren eigenen Kopf und dann entwickelt sich diese Geschichte total anders. Ja, genau deswegen habe ich auch gefragt, weil man hört ja von so vielen so, ja, meine Charaktere machen nicht das, was ich wollen, die machen alles anders. Und deswegen finde ich das immer total interessant, ob jemand alles von vorne bis hinten durchplant, weil da muss man ja schon so eine gewisse Struktur haben und ja, deswegen finde ich es halt sehr interessant. Und du hast ja mal gesagt, ich meine auf Insta hast du das mal erzählt, dass du fast noch nie stolzer auf ein Buch warst als auf Next to You, dass du da halt jetzt sehr besonders stolz drauf bist. Was hat das denn für einen Grund? Ich hatte während des Schreibprozesses für Next to You eine ganz, ganz fiese Schreibblockade. Also es war richtig ganz krass. Ich bin vor einem leeren Blatt gesessen und habe einfach nichts zustande gebracht. Und egal, was für einen Satz ich geschrieben habe, ich habe ihn analysiert und bin einfach nicht weitergekommen. Bis ich dann wirklich in Verzug gekommen bin mit der Deadline und es hätte fast verschoben werden müssen. Das war für mich ein No-Go. Und dann habe ich dann gemerkt, dass ich unter Druck einfach viel besser arbeiten kann. Und somit hat sich dann wirklich innerhalb von ein paar Wochen haben wir das Ganze gerockt, meine Lektorin Katharina und ich.
Und deswegen war ich noch nie stolz auf ein Buch, weil eigentlich wäre es fast gar nicht pünktlich erschienen. Und erstens deswegen und zweitens, weil einfach die Protagonisten, also Addison und Drake, das ist ja so richtiges Feuer. Und ich bin sehr stolz auf die Chemie zwischen den beiden. Ich finde, in deiner Playlist habe ich schon gesehen, du hast ja von Shawn Mendes den Song Senorita drin. Ich finde, der passt dann so richtig wie Arsch auf einmal. Also das, was man in Up All Night schon lesen konnte von den beiden so. Ne? Also es passt wirklich super. Hast du dann auch so den Song gehabt und hast du das Video gesehen und hattest die beiden vor Augen? Nein, also Addison und Drake, die waren ja vor eineinhalb Jahren quasi in meinem Kopf. Es ist so, dass sie ja auch eine spanische Mutter hat. Und einen amerikanischen Vater, das ist mir persönlich sehr wichtig, dass in jedem Buch entweder ein Afroamerikaner oder ein Latino vorkommt, weil ich einfach so die durchgehend weiße Welt nicht mag. Mhm. Ich habe es gern, wenn gemischtrassige Protagonisten sind und das ist ja auch bei Addison und Drake der Fall. Er ist ja dunkelhäutig und sie ist Latina und das gibt es jetzt auch nicht so oft und da bin ich auch sehr stolz, weil ich das Ich habe ja selber einen Migrationshintergrund und deswegen ist es für mich ganz wichtig. Und bei Senorita hat mir einfach so das Knistern zwischen Sean und Camilla so gefallen, dass ich es dann mit auf die Playlist genommen habe. Und da waren halt beide auch im Club, Drake und Addison. Es hat einfach, wie du sagst, Arsch auf einmal. Es war richtig perfekt. Ja, ich habe auch den Song gesehen und habe mir so gedacht, wow, cool, dass sie den mit reingenommen hat, weil ich das passt einfach so. Total. Und ich finde es total cool, wenn man da sowas vor Augen hat und sich dann die beiden so richtig da reindenken kann. Genau. Ja, passt auf jeden Fall super gut. So, dann meine nächste Frage. Für welche deiner Geschichten hast du denn am längsten gebraucht? War das dann auch tatsächlich Next to You oder hast du eine Geschichte, wo du sagst, wow, da habe ich noch länger dran geschrieben? Ich schreibe relativ schnell, obwohl die Zeit mein Feind ist. Aber am längsten geschrieben, glaube ich, habe ich eigentlich bei Up All Night. Da hatte ich noch nicht so Verzug. Es war wirklich so entspanntes Schreiben und da habe ich mir Zeit lassen können. Und dann waren die Reaktionen auf Up All Night so toll, dass dann meine Lektorin gesagt hat, wäre cool, wenn eben Next View jetzt also schnell erscheinen könnte. Und ich war auch total dafür, weil ich mir, es ist wirklich durch die Decke geschossen. Ich bin so dankbar, weil viele Leute wirklich Up All Night lieben. Und das bedeutet mir sehr viel, weil diese Reihe ist halt quasi mein Start im Buchhandel. Und ich finde das total toll. Ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar. Erzähl mal, wie bist du denn eigentlich nach Lux gekommen? Wie kam das? Du warst ja erst auch mit den E-Books, ne, mit deiner Royal Saga. Ne? Wie kam das denn, dass du nach Lux gekommen bist? Eigentlich habe ich bei Wattpad angefangen und dann bin ich über eine Schreibgruppe zum Lux Storyboard gekommen. Das war damals, hat es das gegeben, wo noch Egmont Lux war. Und da habe ich halt wirklich zwei Bücher geschrieben und da waren die Kommentare und die Leser auch begeistert und haben mich motiviert. Also wenn die Kommentare nicht gewesen wären, hätte ich nicht so schnell geschrieben. Und dann haben die gesagt, mit dem zweiten Buch, du musst schnell wieder was nachliefern. Und ich hatte für Pick the Boss den Klappentext und die Idee innerhalb von 10 Minuten. Und ich habe mir gedacht, wow, das war eigentlich jetzt cool. Und das schreibst du jetzt. Und dann war das eben beim Lux Storyboard so beliebt, dass dann die Lektorin Katharina mich dann entdeckt hat und gesagt hat, so, ich würde dich gerne mal im E-Book-Programm haben. Und so hat das Ganze dann angefangen. War denn Autorin was du schon immer machen wolltest? Oder kam das, sage ich jetzt mal, einfach so in dein Leben gestolpert? Es kam wirklich gestolpert. Ich wollte immer ein Buch schreiben. Das war mein Traum. Aber es jetzt zum direkt veröffentlichen beim Verlag, das hatte ich nie geplant. Es ist wirklich spontan gekommen und ich bin wirklich total aus dem Häuschen, dass ich beluxt bin, weil es sind wirklich so grandiose Autorinnen und Bücher bei Lux. Da macht es mich umso stolzer, dass ich auch ein Teil von dieser Familie bin, weil es ist wirklich eine Familie, wenn man es ist wie nach Hause kommen, so eine Messe. Schön. Gibt es denn eine Geschichte, die dich in deinem Kopf schon länger verfolgt, die du aber noch nie aufgeschrieben hast, wo du immer schon gesagt hast, okay, da ist was, aber du hast es noch nie wirklich aufgeschrieben? Ja, also es gibt so eine Geschichte, die ist mir um 5 Uhr früh
ich habe nicht schlafen können und da hatte ich so eine Geschichte über einen Rockstar und eine alleinerziehende Mutter. Und das hat mir total gefallen, das hat mich voll geflasht und da habe ich eine 10-Minuten Sprachnachricht über den Plot aufgenommen. Und ja, nächstes Jahr könnte es sein, dass ich sie vielleicht schreibe. Okay. Auf jeden Fall keine Rockstar-Reihe in dem Sinne, sondern nur eine Geschichte. Und ja, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, dass ich die mal schreiben werde. Okay, cool. Ich bin sehr gespannt. Du hast mir beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, hast du mir mal erzählt, dass dein Mann dein größter Bewunderer ist. Hat er denn deine Bücher gelesen? Nein. Okay. Ich habe mal versucht, es ihm zu erklären und er hat dann gesagt, du Schatz, das machst du toll, ich brauche nicht mehr zu erfahren. Also er ist wirklich immer auf den Messen dabei. Entweder er oder meine Mama unterstützen mich und er ist sehr stolz auf das, was ich tue und lässt mich wirklich auch meinen Traum leben. Dann kümmert es sich eher um die Kinder, während halt ich schreibe. Also wir sind ein Team. Okay, oh, das ist schön, freut mich. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Und zwar stell dir mal vor, du würdest Besuch von einer guten Fee bekommen und du hättest nur einen Wunsch frei. Du darfst dir allerdings nicht wünschen, dass du noch weitere Wünsche hast. Was würdest du dir wünschen? Einmal allgemein bezogen. Und einmal Bücher bezogen, also ich sag mal so auf deinen Job bezogen. Einmal Gesundheit für alle meine Familie, weil mein Vater vor 2,5 Jahren verstorben ist und das hat uns alle wirklich durch den Wind, also es war eine katastrophale Zeit und deswegen wünsche ich mir einfach, dass alle meine Familie und Freunde gesund sind und büchertechnisch, also für mich war es jetzt immer so, es sind so kleine Meilensteine und einmal im Bücherhandel zu sein, das habe ich mir dann erfüllt oder beziehungsweise Lux hat es mir erfüllt und einmal eine Signierstunde zu haben, wo auch nur so eine Schlange ist, so eine coole, das war heute, ist auch wieder ein Meilenstein, ein Traum, der sich erfüllt hat und einmal würde ich mich gerne mal so auf einer Bestsellerliste sehen, natürlich nicht auf Platz 1, ist mir klar, aber einfach so auf der Bestsellerliste zu stehen, das wäre schon mal cool. Ich denke, das wirst du auf jeden Fall schaffen. Du hast ja gerade gesagt, du hast dir das gewünscht mit den Schlangen und allen und ich sag mal so, man hat ja schon so viele Fans in Anführungszeichen, alle wollen dich treffen und die Bücher von dir signieren lassen. Gibt es denn einen Autor, eine Autorin oder ich sag mal irgendeine prominente Person, wo du sagst, boah, die würde ich gerne mal treffen? Sarah J. Maas, ich finde, sie ist eine Göttin und ich würde sie so gerne mal treffen. Dann Serena Baum zum Beispiel würde ich gerne treffen und Vi Keeland. Und ja, ich lese ja sehr, sehr viel und deswegen, ja, sonst, Mona Kasten habe ich schon getroffen. Das war auch ein großes Ziel von mir. Die ist auch so zuckersüß. Und ja, das war's eigentlich. Okay, das habe ich gerade vergessen. Kannst du uns denn schon was zu deinem neuen Buch erzählen, also zu dem nächsten neuen, also zu More Than This? Darfst du uns da schon was zu erzählen? Ja, also es wird um Grace gehen und Zane. Sind ja beide schon befreundet und beide sind in zwei Bänden vorgekommen. Und es ist halt so, dass die, normal sind die Hauptprotagonisten immer so unterschiedlich. Aber Grace und bei Zane ist halt so, dass beide eher stille Wasser sind. Und Zane ist zwar der liebe Mann, aber im Grunde ist er eigentlich total ein stiller Typ. Und deswegen finde ich die Harmonie zwischen den beiden so schön, weil halt beide so gleich sind, unter Anführungszeichen. Und es wird halt darum gehen, dass eben sie Landschaftsarchitektin ist und bei Zanes Familienanwesen aushilft. Und sie wird quasi eine große Rolle in seiner Familiengeschichte spielen und ja, ich liebe die beiden jetzt schon beim Schreiben, ich bin jetzt bei der Hälfte und ja, also sie entwickeln sich langsam, aber sich jetzt mein Lieblingspärchen. Okay, jetzt ist dein Lieblingspärchen noch dieses hier? Ja. Und Drake sind jetzt mein Lieblingspärchen. Ich habe immer das Gefühl, das Pärchen, was ich aktuell schreibe, ist mein Lieblingspärchen. Das habe ich tatsächlich gestern auch schon von wem habe ich das? Von Tammy Fischer. Da habe ich das auch schon gehört, dass sie das gesagt hat, beziehungsweise man hört es allgemein immer so. Aber ich denke mal, das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass man gerade so mit dem ganzen Herzblut da drin hängt, oder? Ja, total, weil du bist ja quasi in ihrer Geschichte drin. Es ist wie so ein Film und dann spürst du das noch, so die Nachbeben von den Gefühlen, von einfach der Chemie zwischen den beiden.
und so bleiben sie dir halt quasi im Kopf. Und, ja. Hast du denn Protagonisten, die du quasi erschaffen hast, wo du dann aber die nicht mehr richtig schreiben konntest, weil du dich nicht in sie reindenken konntest? Eigentlich nicht. Also es ist ja so, ich schreibe aus männlicher und weiblicher Perspektive und ich liebe das auch, weil es einfach mal wieder was anderes ist. Ich versetze mich gern in die verschiedensten Charaktere und versuche sie zu sein und zu schreiben. Aber irgendwie, es klingt jetzt vielleicht Klischee, aber ich liebe alle meine Protagonisten, auch die Anarchisten, also die Bösen in den Büchern. Weil, wie gesagt, alles hat seinen Sinn und ja, eigentlich mag ich alle. Okay. Findest du es denn schwieriger, die männliche Perspektive zu schreiben als die weibliche? Es wird mit jedem Buch besser. Also am Anfang war die männliche Perspektive zu weiblich, weil ich glaube, ich noch nicht das Feeling dazu hatte. Aber mittlerweile geht es schon besser. Und ich sehe sie ja quasi vor mir. Also bevor ich dann die Bücher schreibe, habe ich so ein Pinterest-Wand und recherchiere ein bisschen, was die so machen können und so weiter und so fort. Und dann geht es viel besser. Okay. Und du schreibst ja gerade so New Adult und so. Kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mal was anderes zu schreiben? Oder sagst du, das ist mein Genre, hier bleibe ich? Oder hast du so in deinem Kopf, dass du, keine Ahnung, auch mal sagst, zum Beispiel Fantasy oder Romantasy oder sowas? Ist da auch so, dass du dir manchmal denkst, oh, kann ich mir auch vorstellen? Um ehrlich zu sein, ich habe 3-4 Romantasy-Geschichten in der Schublade, die ich mal schreiben möchte. Allerdings lasse ich mir da noch ein bisschen Zeit, weil ich mir denke, jetzt ist gerade meine New Adult-Zeit. Es könnte natürlich sein, dass ich mich in 5 Jahren total verändere und dann anfange, Fantasy zu schreiben. Ich lese ja auch Fantasy, deswegen wären das die 2 einzigen Genres, die mich interessieren würden. Also ich könnte kein Krimi schreiben, ich könnte auch kein nur erotischen Roman schreiben. Also das sind eher die 2 Genres, die mich auch als Leser und als Autorin ansprechen. Okay. Ich würde auch sehr gerne Fantasy von dir lesen oder so Romantasy. Und wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe jetzt noch mal so ein kleines Endspiel, in Anführungsstrichen, nämlich ein paar Blitzfragen. Ich sage ein Wort und du sagst das Erste, was dir darauf einfällt, okay? Bist du bereit? Ja. Lieblingsbuch? Jetzt reicht die Synthese. Sehr gute Antwort, ich liebe es auch. Was bist denn du da für ein Team? Tamlin oder Reese? Reese, natürlich. Ich kenne keinen, der Tamlin fan. Ich habe schon mal Tamlin gehört und ich habe mir so gedacht, why? Okay. Okay, Lieblingsautorin? Sarah J. Maas. Okay. Lieblingsfarbe? Rot. Okay, Lieblingsfilm? Wow. Lieblingsfilm? Das ist... Wow. Wie ein einziger Tag? Lieblingsserie? Friends. Okay. Und jetzt habe ich noch, beschreibe dich in 3 Worten. Chaotisch? Immer gut gelaunt. Das sind 2 Wörter. Fröhlich? Und tollpatschig. Und wie würden andere dich in 3 Worten beschreiben? Chaotisch, tollpatschig und nervig. Warum denn nervig? Nein, also ich bin manchmal unter Freunden und Geschwistern, dann ich quatsche ohne Punkt und Komma und muss natürlich jeden vorschwärmen von meinen Lieblingsbands und so weiter und so fort. Und ja, da kann ich manchmal jemanden auf den Keks gehen, aber sie lieben mich ja alle. Ja, das kenne ich. Ich habe vor dem Messewochenende habe ich so gefühlt jede Stunde zu meiner Mama gesagt, Mama, am Wochenende ist Messe und sie irgendwann nur noch so, ja, ich weiß. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jederzeit. Und ich freue mich sehr. Aufs nächste Jahr. Genau, aufs nächste Jahr. Und ja, das war es dann auch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei ihrem Buch vorbei. Und ich werde euch alles in der Infobox verlinken, auch ihren Instagram-Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.